Hallo, ihr lustigen Sternfahrer da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Master of Orion, Conquer the Stars. Wir haben hier Dunkelquarz. Oh, mit Dunkelquarz können wir natürlich sofort hier den Gravi-Erzeuger hinbauen. Und ich gehe jetzt einfach hier hin und sag, mein Planet. So, was sagst du jetzt, du komischer, was auch immer. Trillerianer, genau, es war der Trillerianer. Zota. Ich muss noch kurz. Zota, genau. Ja, Zota ist ja alleine im Sonnensystem. Weil ja auch noch diese Asteroidenmine ist. Ich könnte sie wahrscheinlich jetzt inzwischen upgraden, aber... habe es noch nicht getan. So, jetzt bauen wir diese Dinger hier alle hin. Immer mehr Forschung. Tut Not und tut gut. Und hier machen wir jetzt was mit Geld. Und dann beenden wir die Runde. So, jetzt gucken wir mal. Der Orion baut inzwischen Müll auf. Dinge, die wir ändern müssen. Dinge, die nicht gut sind. Das ist nur ein Speer. Okay, Speer tun nicht weh. Boah, jetzt bauen wir echt 30 Müll auf pro Runde. Ich möchte das geändert haben. Danke, Recyclotron und so. Dann... eine Weltraumbasis brauche ich hier eigentlich noch nicht. Das Ding hier aber. Oh, das wird der Trillerianer gar nicht mögen. Aber sowas dann gar nicht. Und schon wieder sind da Piraten. Welcome to GNN. Galactic News Network. Gehen die wieder auf die Mekla los, oder haben sie ein neues Ziel? Wieder. A crippling blow to the Meklar Combine. As they continue to mercilessly ravage our galaxy, you stay classy and terrorist. Mhm. Okay, sie haben wieder zugeschlagen und die Mekla sind nicht dazu in der Lage, etwas dagegen zu tun. Wir nehmen jetzt hier die schnellen Raketengestelle. Weil wir damit unsere Schiffe natürlich deutlich schneller schießen lassen können. Megafluxer. Was war das nochmal? Nochmal 15% mehr Schiffsplatz. Was war das hier? Energieabsorger. Absorbiert eingehenden Schaden 50%. Hochenergiefokus brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht wirklich. Also doch, werden wir schon noch brauchen, aber nicht sofort. Ja, das machen wir beim nächsten Mal, bei der nächsten Forschungswahl. Das könnte man natürlich eine Kampfstation schon bauen hier. Mhm. Und hier können wir das natürlich auch. Terraforming, nee. Wir müssen erstmal jetzt hier... auch hier muss ich jetzt Geld ausgeben. Kostet ja auch nicht so viel. Ah, und das haben wir jetzt auch fertig. Oh Gott, die bauen hier Müll auf. Ist, glaube ich, besser so. Was mache ich jetzt mit dem Teil? Ich könnte, glaube ich, hergehen und hier auf den Zota diesen... diesen Asteroidenhaufen entsprechend verwandeln. In einen Planeten, versteht sich. Tschu. Jo. Ach komm jetzt. Kauf das halt. Geradezu lästig so. Ja, Bodenanreicherer, zack, geht schneller. Irgendwas habe ich hier vergessen. Jetzt baut er das hier von alleine. Ich habe auch das Gefühl, dass es nicht gereicht hat. Gott, oh 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 Gott. Guckt euch mal die Verschmutzung an, die wir hier produzieren.
Holy moly. Dagegen muss man etwas tun. Panik. Panik macht sich breit und das gerechtfertigt, möchte ich mal sagen. So. Klonzentrum. Dankeschön. Also Geld ist wirklich easy mit den Gnolamen, muss man schon sagen. Ich glaube, das Beste ist eigentlich wirklich, wenn man das Geld so ein bisschen aufheben würde und dann für den Notfall irgendwie für Schiffe rausklotzt. Wenn man es braucht. So, jetzt sind wir endlich bei minus 2. Ah, jetzt sind wir hier noch bei 6. Holy. Das ist schon krass, was die hier an Müll produzieren. Aber ist halt ein sehr reicher Planet, ne? So, hier sieht es jetzt, glaube ich, auch langsam aber sicher angenehm aus. Vor allem, weil ich jetzt hier die Leute so ein bisschen hier runterziehen kann. Jawohl. Seht zu, dass das schnell geht. Und hier möchte ich... Ja, Biosphären. Der ist jetzt... Ah, das Schlachtschiff ist jetzt hier angekommen. Dann stelle ich es mal hier auf das Ding drauf. Auf Bereitschaft. Ah, und hier sind wir jetzt auch angekommen. Baue du mir einen Planeten, weil das gerade so schön ist. Wahrscheinlich ist der Planet jetzt gleich größer als der hier. Und da wäre wahrscheinlich die Astro-Universität besser hier aufgehoben. Aber das dauert noch 1000 Jahre, bis... das Ding hier einsatzbereit ist. So, Orion. Immer noch 10 Verschmutzung pro Runde. Jetzt wird's bedenklich. Wir müssen gucken, dass dieser Verschmutzungswahn aufhört. Das jetzt mal so hier machen. Ja, komm, jetzt bauen wir auch die Kampfstation. Dann diese Dinge hier. Können wir aber auch so bauen, müssen wir kein Geld ausgeben. Im Gegensatz zu hier, wo ich liebend gerne das Geld noch ausgebe, um diesen Planeten hier zu verbessern. Tell me, what do you make of this humble proposal? Wie geil ist das denn? Wir haben unseren ersten Computer! We are honored to be in business with you, wise leader. Er sieht mich als weisen Anführer, okay. Wir haben in Turn 358 unseren ersten Computer bekommen. Meckler, Ellerianer und Menschen, okay. Welcome. Ja, ja. Ich mach das jetzt hier mal auf die schnelle Variante. Oh Gott, ich würde es gerne auf die schnelle Variante machen, aber die hier braucht wieder Geld. Die Dame braucht wieder Geld. What is your proposal? My pleasure. Und irgendwie haben die alle kein Geld mehr pro Turn. Greetings. Außer er. We. Ja, ja, dass du overjoyed bist, das weiß ich. Das betonst du bei jeder Gelegenheit. So, Orion ist eigentlich immer noch... Eigentlich ist der Orion immer noch sehr, sehr schwach geschützt, aber ich glaube... Ja, wir arbeiten ja gerade dann. Aber es könnte halt sein, so pöff, plötzlich sind sie da, ne? Und du denkst dir so, was zur Hölle? Warum jetzt? Dann kannst du nichts mehr dagegen machen. Moment. Jetzt möchte ich das Ding hier eigentlich sichern, damit ich mit der Flotte wieder weg kann. Und deswegen kommt da jetzt die Kampfstation dahin.
ich irgendwie gar nicht mitgekriegt, dass er das hier gemacht hat. Trotz dem Beacon hier. Kann ich dir jetzt eigentlich auf die Fresse hauen, endlich? Kann ich nicht. Shit. Our prospectors have sifted away the impurities of ignorance. Yep. Wir haben das fortschrittliche Kolonieschiff und alles andere, was auch irgendwie cool ist. Und deswegen wollen wir jetzt den Megafluxer. Denn der Megafluxer ist total mega. Genauso wie diese Kampfstation. Hm. 151 Runden. Hust. Das ist eine ganze Weile, ja. Wettersteuerung. Warum habe ich eigentlich dieses System nochmal überhaupt genommen? Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, das Teil. Asteroidenmine. Okay, doch, ja. Wir können ein fortschrittliches Kolonieschiff jetzt hier bauen. Das wird bloß 1000 Jahre dauern, bis es fertig ist. Um dann... Ja, gut, diese drei Runden machen den Kohl echt nicht fett. Um dann daneben quasi den richtigen Planeten zu besiedeln. Also in Anführungszeichen richtigen Planeten. Dreh. Die Runde dreht sich und dreht sich. Gut, dann wo will ich jetzt mit der Flotte hin? Kann ich jetzt angreifen? Nee. Immer noch nicht. Dann geht doch mal auf Runde überspringen. Der Orion ist jetzt schon extrem voller Gnolamer. Das klingt irgendwie nicht richtig. Mhm. Und es wird auch langsam aber sicher hier ein bisschen entschmutzter. Mhm, Zota. Auf Zota wollte ich doch, glaube ich, auch ein Kolonieschiff bauen. Weil daneben ja gleich was fertig wird, ne? Genau. Allerdings kein fortschrittliches Kolonieschiff. Das sehe ich irgendwie als nicht sinnvoll an. So. Ach, guck hier auf Bereitschaft. Weil nämlich es einfach viel zu teuer ist. Es dauert ewig. Und wenn ich es kaufe, 3000. Ganz im Ernst, ist das Geld nicht wert. Dafür, dass man da die Dinger halt einfach kurz mal so nebenbei baut, dann. Zip. Ja, der füllt sich in einer Runde wieder auf. Und baut jetzt die Kampfstation. Du kannst schon mal hingehen, da könnt ihr wieder mal zuschauen, wie es aussehen wird, wie euer schöner Planet fertig wird. Die letzten Teile werden so zusammengeschoben, ne? Der Planet ist jetzt gleich noch ein riesiger... Holy, was? Sakra hat anscheinend jetzt echt Stress mit dem... Na klar. Der ganze Planet ist ein riesiger Magmahaufen und du darfst da gleich wohnen. Und sie sagen dir dann quasi, keine Sorge, wir bauen aus Asbest. Es wird nichts brennen. Ich Hitner, was mache ich nur mit dir? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was ich mit diesem Planeten noch machen soll. Der ist so... Ich meine, der baut ja auch keinen Müll auf, nicht mal ansatzweise. Komm, mach was Intelligentes und produziere Geld, dann machst du wenigstens Plus. Momentan macht er sogar Minus, stelle ich gerade fest. Ist ja geradezu entsetzlich. So, und da kolonisieren wir. Jota 1. Schöner Stein.
Eigentlich müsste echt so ein Vulkanplanet sein oder sowas, ne? Weil, ganz im Ernst, so, wenn du am Anfang diese ganzen Asteroiden-Dinger zusammenschiebst, ey, da entsteht so eine Hitze durch den Druck, durch die Gravitation, durch die Energie, die frei wird, wenn diese ganzen Asteroiden sich zusammendonnern, müsste eigentlich ein vulkanischer Planet sein. Also im Grunde, diese vulkanischen Planeten, die es in dem Spiel sind, müssten eigentlich ganz, ganz junge Protoplaneten sein, aus denen irgendwann mal erstmal sowas hier wird, sowas hier, so rein von der Logik her. Und dann mit der Zeit, durch den Einfluss von Wasser und Leben, entstehen dann noch weitere Dinge draus. So, warum ist das da? Wupp. Ja, was mache ich jetzt mit dem hier? Oh, Moment. Kann man aufrüsten. Schön. Dann gehst du jetzt dahin. Und machst du genau das gleiche Spielchen da. Ich will mit den Sakra keinen Krieg. Tja, da ist er geradezu eingefroren vor Schreck, dass ich Nein sage. Also wie gesagt, ich habe keine Ahnung, warum das so einfriert. Ich habe meinen Computer tatsächlich neu gestartet, bevor ich das hier angefangen habe. Muss am Spiel liegen. Ist auch immer wieder so von Patch zu Patch unterschiedlich, habe ich festgestellt. Wie sich das hier quasi darstellt. Den Junge muss ich... Die Juwelierin, die Minna, muss ich irgendwann woanders hinpacken. Systemsicherheit plus 10%. Irgendwo, wo da mal so eine richtige Hauptproduktionszone sein wird. Da macht die dann richtig Sinn. So, Gravitationserzeuger, check. Und danach will ich hier sofort die interplanetare Verwaltung hinsetzen. Damit SOTA 2 zum ersten Mal was Sinnvolles in seiner Existenzzeit macht. Nämlich SOTA 1 hochziehen. So, genau, zack. Wupp. Und wupp. Was ist mit dir hier? Ah. Kann man auch machen. Die kleinen Planeten. Wenn kleine Planeten reich oder sehr reich sind, dann sind die voll geil. Mhm. Also der Meckler ist jetzt bis hier vorgestoßen. What? Nein. Ich will den platt machen und er will mit mir ein Bündnis machen. Ist klar. Ist klar. Ist ja ganz, ganz komischer Typ, ey. So. Zack, komm, mach hier 16 draus. Jetzt haben wir zum ersten Mal hier was Sinnvolles. Ja gut, das produziert sich jetzt hier wirklich schnell. Klonzentrum. Dann Bodenanreicherer. Das muss jetzt halt so gemacht werden. Wird auch, glaube ich, relativ flux gehen. Dann... Moment. Ja, doch, kann man so machen. Hey, geil! Guckt euch den Planeten mal an. Der gefällt mir richtig gut. Vor allem, weil er halt auch minus 2 macht. Der gefällt mir wirklich ausnahmslos gut. Tja, der bekommt jetzt auf jeden Fall auch das Datenzentrum, die Astro-Universität, das da und danach noch das da. Der tut sich auch immer schöner ausbilden. Aber die Frage ist, was machen wir jetzt hier als nächstes? Am sinnvollsten ist natürlich jetzt ein bisschen Verteidigung in Anbetracht dessen, was wir hier vorhaben, ne? Dinge, die wir vorhaben, die sehr grausam und gemein sind und ich kann immer noch keinen Krieg erklären.
Was ich auch sehr grausam und gemein finde. Schon wieder ein Pirat. Puff. Okay, liebe Leute, das war's für diese Folge. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.